Nach der Einlieferung eines orientierungslosen Mannes verdichten sich die Hinweise, dass der 30-Jährige Opfer einer Straftat geworden sein könnte. Wir haben quasi den Mann auf der Straße aufgegabelt. Okay. Ja, er ist auch verwirrt, leicht somnolent. Okay. Was ich herausgefunden habe, war, dass er Raphael Lent heißt. Okay. Hat offensichtliche Schnitt von Letzungen an den Händen. Okay, beide Handknöchel sehe ich schon, ja. Er hat aber auch eine Kopfplatzwunde. Er hat sich aber auch geweigert, jetzt so, dass wir ihn... Okay, auch noch ein bisschen renitent. Okay. Genau. Notfallkontakt, der ist verständigt. Super, wer ist das? Weiß man schon? Das ist die Frau Vogt. Okay. Genau. Als die Notfallsanitäter Herrn Lent in die Notaufnahme brachten und er ziemlich verwirrt wirkte, stellte sich heraus, wie wichtig es ist, einen Notfallkontakt bei sich zu tragen. Und ich kann jedem nur empfehlen, diesen auch für sich irgendwo entweder am Handy oder im Portemonnaie bei sich zu haben. Herr Lent, was ist heute passiert? Waren Sie bei der Arbeit? Ich, Kopfschmerzen haben Sie. Hm? Ich bin Bewährungshelfer. Okay, Bewährungshelfer. Da wäre es natürlich interessant. Claudia, mal bitte einmal kurz rübergehen zur Rezeption, mal der Paula Bescheid sagen. Eventuell ist hier vielleicht ein Gewaltverbrechen. Bewährungshelfer, Kopfplatzwunde sieht ein bisschen komisch aus. Einmal mal kurz nur anmelden. Ne? Ja, alles klar, mach ich. Wunderbar. Ich mache ihm direkten Zugang, das ist genau, alles. Genau, das machen wir als erstes. Bisschen komisch. Für mich macht der Patient, wenn ich hier so einen Hautverhaltentest mache, die Haut ist so ein bisschen gespannt, der sieht ein bisschen trocken aus, hat auch ganz trockene Mundwinkel. Und haben Sie letztes Mal was getrunken, Herr Lent? Ich weiß. Weiß nicht. Kopf mal ein bisschen nach vorne, damit ich mir das da hinten mal angucken kann. Dehydrationen treten meistens auf nach langwässrigen Durchfallperioden oder einfach, wenn es zu einer Minderaufnahme von Flüssigkeiten kommt. Bei dem Patienten waren besonders auffällig diese trockene Mundschleimhäute. Er macht einen stark verwirrten Eindruck, was auch ein Symptom einer Dehydration sein kann. Und zum anderen war es so, dass die Hautfalte nur verzögert sich wieder zurückgebildet hat und etwas stehen geblieben ist. Weil diese ganzen Symptome so ein bisschen zusammenpassen, haben wir uns erstmal natürlich entschieden, ihm eine Infusion zu geben, um diesen Volumenmangel oder etwaigen Volumenmangel wieder aufzufüllen. Oh, oh mein Gott, Raphael! Ja. Oh, was ist denn passiert? Ja. Vorsicht, Vorsicht mit der Hand. Ja, Vorsicht. Gleich also, fertig. Ganz kurz, hallo Seehauser, mein Name. Sie sind die Frau oder Verlobte oder Freundin von dem Herrn Vogt? Ja, die Freundin. Okay. Ja. Kurze Frage. Wir wissen selber noch gar nichts. Kommen Sie mal bitte ganz kurz auf meine Seite. Ist das okay? So, schauen Sie mal, wir haben ihn gerade aufgefunden. Was ist das? So haben Sie ihn aber nicht gefunden. Danke. Nein, also wir haben uns gestern gestritten und er war die ganze Nacht über nicht da. Okay. Und ich habe mir solche Sorgen gemacht und dann wurde ich eben angerufen, dass er eben hier ist. Okay, das waren die Kollegen vom Rettungsdienst, ja, die Bescheid gesagt haben, die haben ihren Partner aufgefunden. Wir haben Abschürfung im Handbereich. Er wirkt auch ein bisschen desorientiert, aber ich bin ganz froh, dass er Sie erkannt hat. Ja, aber was ist denn passiert? Wo warst du denn die ganze Nacht? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Die Kopfplatzwunde, die er hier oben hat, die hat er, seit wann hat er die? Gestern noch nicht gehabt? Nein. Weil die sieht nämlich älter aus. Sie wirkt eingetrocknet hier hinten. Das hätte man auf jeden Fall, würde ich mal sagen, gestern oder vorgestern noch nähen können. Mittlerweile ist das, braucht man da nichts mehr machen. Da braucht man nichts tackern. Der Drops ist gelutscht. So. Sättigung ist soweit in Ordnung. Okay, haben die Kollegen auch schon gesagt, das passt alles. Frau Vogt, jetzt ist meine Sorge. Geht das mit Ihnen gesundheitlich mit dem Stress? Darf ich fragen, wie weit es ist? Ja, ich bin schon 3 Tage drüber. Also, Schock, oh, kommt da jemand zu spät? Ja. Naja. Hol einen Rollstuhl, ne? Dann parken wir Sie erstmal da drin, dann setzen Sie sich hin, falls was ist, sagen Sie bitte Bescheid. Ja. Wir haben hier eine hochschwangere Dame. Tatsächlich war sie sogar auch schon 3 Tage über dem errechneten Geburtstermin. Man hat die Anspannung richtig angesehen, sie war fertig mit den Nerven, sagt auch, sie die ganze Nacht nicht geschlafen. Und das Ganze ist zurückzuführen auf einen Streit mit ihrem Mann, aber für den Zustand ist sie nicht verantwortlich und sie kann sich diesen auch nicht erklären. Das Problem ist so ein bisschen, uns ist noch nicht ganz bekannt, wie ihr Mann hier hinkommen ist. Er sagt, er ist vom Beruf Bewährungshelfer. Ist ja, das ist wichtig. Kann es sein, dass es hier vielleicht einen Vorfall gab, durch so einen Schlag auf den Hinterkopfbereich? Hat er gestern noch gearbeitet gehabt oder hätte er heute zur Arbeit gehen müssen? Ja, also heute schon, aber gestern haben wir uns halt gestritten. Das war auch ein total blöder Streit, weil ich eben 3 Tage drüber bin. Da hatte er sich Sorgen gemacht und hatte überlegt, eben sich freizunehmen. Mhm. Und ich fand das ein bisschen, ja, drüber. Okay, unverhältnismäßig. Also dann haben wir uns einfach gestritten und dann ist er eben rausgelaufen, hat das Handy auf dem Tisch liegen lassen. Und da ist mir halt auch was Seltsames aufgefallen. Also auf jeden Fall, ich wollte nicht reingucken, aber es kam eine SMS von einer Franzi. Okay. Und dort stand dann, dass sie sich freut auf später, also auf jeden Fall so, als wenn sie eine Verabredung hätten. Mhm. Und
Das habe ich halt nur gesehen und ich habe mir da natürlich wahnsinnige Sorgen gemacht. Ich meine, ich bin hochschwanger. Kann ich mir vorstellen. Und dann ist er einfach weg. Ich würde mich als Freundin auch furchtbar aufregen, wenn mein Freund nach einem Streit die ganze Nacht nicht nach Hause kommen würde, zumal seine Freundin ja auch noch hochschwanger ist. Als Frau Vogt dann auch noch von einer SMS von einer Franzi erzählte, war für mich gar nicht klar, was das alles noch mit sich bringen würde, was da wirklich hintersteckt. Der Verdacht der Untreue und die Befürchtung, dass Bewährungshelfer Raphael von einem Ex-Häftling verletzt worden sein könnte, versetzen dessen Freundin in Panik. Obendrein muss die hochschwangere Lena bald um ihr Ungeborenes bangen. Hallo, Herr Lenz, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Ja. Ich habe schon gehört, Sie sind ein bisschen ansprechbarer. Vorhin war es alles ein bisschen komplizierter mit der Anamnese. Ich weiß nicht, können Sie irgendwelche Angaben machen? Ist ein Unfall erfolgt? In der Leitstelle ist nichts gemeldet? Es gibt keinen Autounfall oder sowas? Können Sie uns sagen, was passiert ist? Also ich habe gerade schon meiner Partnerin erzählt. Ich war in einem Raum, Kellerraum. Nichts gegessen, über mehrere Stunden nichts getrunken. Sie wirkt noch leicht dehydriert, ne? Ich habe dann einfach irgendwann meinen Mut zusammengefasst und diese Scheibe eingeschlagen. Und daher auch die Verletzungen wahrscheinlich, ne? Aber warum bist du denn da überhaupt in diesem Haus? Also gestern Abend, als du weggegangen bist, habe ich gesehen, dass dir eine Franzi geschrieben hat und dass sie sich auf ein Treffen mit dir gefreut hat. Also ganz im Ernst, Raphael, betrügst du mich etwa? Hast du eine andere Frau? Ich meine, jetzt kommt mir wirklich alles total spanisch vor langsam. Oh. Oh. Lena. Lena, Sie setzen sich mal ganz kurz bitte wieder in den Wagen rein und Sie setzen sich mal hier hin. Stuhl zurück. Hey, hey. So, Herr Lenz, bleiben Sie mal bitte hier liegen. Was haben Sie, Herr Lenz? Sie greifen sich an die Seite, an die Flanke. Legen Sie sich mal richtig hin, bitte. Ja. Was ist da los? Ich habe hier vor mehreren Tagen eine Tischkante gegen die Rippen bekommen. Darf ich mir das mal ansehen? Das ist nichts Dramatisches. Das ist aber ein ordentliches Hämatom. Ist Schwindel besser geworden jetzt? Okay, darf ich lagern? Sie sind mal ein bisschen weiter nach unten. Bei Einlieferung hatte der Patient nichts angeben können. Deswegen haben wir auch den Bauchraum nicht direkt untersucht. Jetzt durch eine ruckhafte Bewegung gab es Schmerz im Oberbauchbereich. Er sagte dann bruchstückartig, dass es hier einen Stoß gab, aber dieser schon ein paar Tage her ist. Meine Hauptsorge war jetzt, dass durch diese ruckhaften Bewegungen vielleicht hier Komplikationen aufgetreten sind, die theoretisch schlimme Folgen hätten. Ich kann jetzt da keine freie Flüssigkeit direkt erkennen. Aber wir müssen hier auf jeden Fall eine Bildgebung machen lassen. So heftige Schmerzen durch einmal bewegen ist ein bisschen komisch. Für Sie geht es jetzt einmal kurz in die Radiologie. Ja, Sie bekommen dann nochmal ein CT. Und Frau Vogt, für Sie geht es einmal kurz in einen anderen Raum. Ich würde Sie ganz gerne angucken. Sie sind ein bisschen wackelig auf den Beinen. Sie können nicht mit in die Radiologie gehen. Das ist ausgeschlossen. Ich möchte ihn nicht alleine lassen. Ja, muss sein. Auch wenn die Patientin natürlich bei ihrem Partner bleiben wollte, war das erstmal jetzt hier ausgeschlossen. Denn der wird direkt radiologisch und danach eventuell sogar operativ versorgt. Aber auch Ihr Zustand hat mir so ein paar Sorgen gemacht und da muss man auf jeden Fall schon sensibel sein und genau hingucken, denn wir haben es hier mit einer Patientin zu tun, die hochschwanger ist und sogar schon über dem errechneten Geburtstermin ist. Das ist einfach zu viel gerade. Einfach ein bisschen viel. Ex-Freund, der Kai, der hat mich halt eben auch über mehrere Jahre betrogen und deswegen habe ich eh schon immer so Angst und ich habe eh gedacht, dass ich eigentlich gar nie wieder jemandem vertrauen würde und dann dachte ich, dass es jetzt eben ganz anders wird. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, warum das jetzt so ganz ruhig ist. Mal eine Sekunde nichts sagen. Ganz ruhig weiteratmen. So, und weiteratmen. Also wenn er mich jetzt auch betrügt, ich meine, ich bin hochschwanger, was soll ich denn dann machen? Wir gehen jetzt erstmal nicht vom Schlimmsten aus. Frau Vogt, haben Sie was dagegen? Wenn Sie trotzdem noch mal zu den Kollegen auf die Gynäkologie gebracht werden, dass wir einmal das abchecken, vielleicht ein CTG schreiben. Ja. Hier ist auch noch jemand, der auch noch untersucht werden muss. Ne? Ja. Kreislaufprobleme und leichte Schwächeanfälle in der Schwangerschaft, die sind keine Seltenheit. Bei Frau Vogt war es jetzt aber so, dass sie schon über den überrechneten Termin war. Wir eine akute Stresssituation hatten, sie sehr nervös wirkte, wollte ich auf jeden Fall sicher gehen, dass auch mit dem Kind alles in Ordnung ist. Such Raphael Lent. Ja, aber nicht mit dem lauten Ton. Ich kann ein bisschen leiser. Wenn Sie ihn suchen, dann knie mal den Namen noch mal. Ich heiße Franzi Bäumer. Ja. Ich suche, wissen Sie ja jetzt. Ja. Bitte was? Kennen wir uns? Raphael Lent. Ja. Sie kennen meinen Freund? Du meinst meinen Freund. Genau. Nein, Raphael Lent, ich bin mit ihm zusammen. Das ist sein Kind. Ja, lass mich nicht lachen. Du bist die mit dem Kind. Ja, ich traurig dir das. Ich hör mir kurz zu. Eigentlich
sobald das Kind da ist, wird er dich eh verlassen, weil er will es von mir. Sie lügen doch, das ist doch... Was für ich lüge? Hä? Das ist mein Freund. Sie haben meinem Freund gestern Abend die SMS geschrieben. Also ich denke, das ist mein gutes Recht, meinem Freund eine Nachricht zu schreiben. Ja. Also was? Ja. Was hat er denn bei Ihnen im Keller gemacht? Was ist denn da passiert? Wie, bei mir im Keller? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Also, ich sage Ihnen ganz ehrlich, der Raphael war die Nacht bei mir. Es war auch sehr schön, muss ich zugeben. Bitte was? Aber ich mache mir jetzt Sorgen, weil er wollte sich heute Morgen mit den Knastis treffen und der hatte ein Problem mit einem. Er kam nicht wieder, aber ja, die Nacht war der bei mir. Aber es war wirklich sehr schön. Wollen wir uns kurz unterhalten vorne? Dann kann sehr gerne, war eine wirklich schöne Nacht, da rede ich gerne drüber. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen die Chancen halbe-halbe, ob Raphael mit seiner schwangeren Freundin ein falsches Spiel treibt oder die fremde Frau aus noch unerfindlichen Gründen lügt. Doch Stunden nachdem der Patient obendrein operiert werden musste, bricht sich die Wahrheit Bahn. Entschuldigung? Ja? Sie laufen hier so nervös auf und ab. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, ich weiß nicht, ob Sie mir helfen können. Ich bin ich will zum Raphael Lent. Ich bin die Freundin, Franzi. Ach so, ja, er liegt hier, aber ja, also sind Sie wirklich die Freundin? Entschuldigung. Hey, was machst du denn hier, Franzi? Hey, ich dachte, du freust dich. Nehmen Sie diese Frau mit, sie ist krank. Nein. Sie hat mir gerade gesagt, dass sie ihre Freundin ist. Du wurdest gerade operiert, alles gut, ich bin auch da. Ey, du bist schizophren, ich hab dir doch schon mal gesagt und nicht nur einmal, es ist vorbei, alles akzeptier ist das einfach. Nein. Also es ist akzeptier. Nicht ihre Freundin. Nein, wir waren mal zusammen, aber... Wir lieben uns. Sie... Entschuldigung. Hallo, was ist? Frederik, hilf mir bitte, hilf mir. Was ist hier los? Ja, das weiß ich nicht so genau. Franz, also geh einfach, verlass wir können das Zimmer jetzt klären, und akzeptiere, dass wir nicht mehr zusammen sind. Okay, ich mach kurz die Tür zu, weil ich glaube, das ist ein bisschen abschreckend für die anderen Patienten. Geh dich heilen. Was ist hier eigentlich los? Willst du überhaupt noch diese Beziehung mit mir? Willst du das Kind noch? Wer ja, ist Schatz. Die Person? Können Sie uns da so ein bisschen aufhören, was ist hier los? Ich war vor ein paar Tagen im Café 87, ja? Hab mir ganz normal einen Latte Macchiato geholt und dann treffe ich sie dort an. Ach, zufällig. Sie fing wieder mit der Vergangenheit an. Daraufhin habe ich ihr gesagt, vergiss es einfach. Ich wollte nur weg. Und sie rammt mir ja diesen Tisch einfach hier gegen den Bauch. Was soll das? Sie hatte noch meine Nummer, hat mir geschrieben, dass sie sich entschuldigen möchte bei mir. Ich dachte, okay, du weißt, ich habe ein gesundes Menschenbild und glaube an das Gute. Also habe ich gesagt, okay, ich komme vorbei, wir können einfach reden. Es lief gar nichts. Ich kam zu ihr und sie stand da in Dessous. Aber ich muss sagen, es hat ihm auch gefallen. Also das habe ich auch gesehen. Totaler Bullshit, glaub ihr nicht. Also ich bin direkt Richtung Tür und auf einmal habe ich einen Schlag bekommen. Ich bin dann in diesem Kellerraum aufgewacht. Und war über mehrere Stunden dort. Eingesperrt. Eingesperrt. Von ihr? Ja, sie ist krank. Sie ist total krank. Das Verletzungsmuster würde tatsächlich zu der Geschichte von Herrn Lenn passen. Ja, ich lüge nicht. Einfach nur Behauptungen. Glaub mir, Schatz, ich will eine Zukunft mit dir. Ja? Nicht. Hört eine große Rolle in deinem Leben spielen. Nehmen Sie einfach bitte mit. Ich werde diesen Raum nicht verlassen. Also, aber ganz kurz, aber gute Frau, ich sage Ihnen das mal ganz ehrlich. Ja. Das hat juristische oder strafrechtliche Folgen. Ich meine, Sie können nicht einfach jemanden verdreschen und einsperren. Das ist Freiheitsberaubung. Ich glaube, wir sollten in diesem Fall auf jeden Fall die Polizei verständigen. Ja, das denke ich auch. Beziehungsweise unseren hauseigenen Sicherheitsdienst erstmal, bis das geklärt ist. Sie muss eingesperrt werden. Bevor Sie mir damit kommen, sage ich Ihnen, ich werde jetzt den Raum verlassen, aber euch wünsche ich natürlich nichts Gutes und man wird auf jeden Fall, mach dir keine Sorgen, wir werden voneinander hören. Da bin ich mir sicher. Ich freue mich, dich bald nochmal sehen zu dürfen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Okay, wir sehen uns. Die Tür ist da vorne, ja? Gute Besserung. Auf Wiedersehen, auf keinen. Tschüss. Erst als wir unseren hauseigenen Sicherheitsdienst erwähnten, glaube ich, hat sie halbwegs realisiert, wie ernst wir das meinen. Und eine etwaige Peinlichkeit durch diesen Sicherheitsdienst und vielleicht von dem geknebelt zu werden, ja, dem ist sie dann entgangen und ist dann tatsächlich sogar noch freiwillig gegangen, was sie aber nicht verstund vor etwaigen juristischen oder polizeilichen Folgen. Ich hoffe, ich bin schnell hier wieder raus und kann die Geburt ja miterleben. Ja, das hoffe ich auch. Ich habe mir so Sorgen gemacht. Um Sie beide vielleicht auch so ein bisschen zu beruhigen, die gynäkologische Kollegin hat ja Ihnen auch erklärt, dass es alles der Aufregung geschuldet war. Nichtsdestotrotz rückt dieser Termin anscheinend immer näher. Da Ihr Mann jetzt auch hier ist, würde ich gucken, ich frage einmal kurz nach, Mila, wie das aussieht, ob wir hier vielleicht ein Familienzimmer arrangieren können. Und wie ich das mitbekommen habe, gibt es ja anscheinend der privaten Natur hier noch ein bisschen Ärger. Da kann ich Ihnen wirklich nur raten, dass Sie da vielleicht sich Hilfe holen, weil das wirkte schon ein bisschen manisch. Das Ganze, auf jeden Fall. Das war, Dann kümmere ich mich mal direkt darum, dass Sie vielleicht so etwas ermöglichen können. Ne?
Während Raphael zur Beobachtung bleiben musste, brachte Lena einen gesunden Jungen zur Welt. Zurück zu Hause erstatteten die frischgebackenen Eltern Anzeige gegen Franzi. Zudem zeigte sich, dass Lena nichts von der Stalkerin wusste, weil Raphael sie nicht belasten wollte.